Von allen sozialdemokratischen Parteien in Europa geht es der SP Schweiz fast am besten. Ihr Wähleranteil liegt stabil bei 20%. Jetzt aber geht es ums Wichtiges, um das Rahmenabkommen mit der EU und im Herbst um die Wahlen. Was ist die Strategie der SP? Das ist unser Thema in NZZ Standpunkte. Herzlich willkommen. Und unser Gast heute ist Christian Löwra, Parteipräsident der SP Schweiz. Der studierte Jurist und eingefleischte Gewerkschafter aus dem Kanton Fribourg wurde 2003 in den Nationalrat und 2012 in den Ständerat gewählt. Das Parteipräsidium hat er seit 2008 inne. Herzlich willkommen, Herr Löwra. Danke für Ihre Einladung. Herr Löwra, Ihre Partei ist ja bekannt für eine klare, um nicht zu sagen finale Politik. Beim Rahmenabkommen haben Sie aber doch eine rechte Kehrtwende gemacht. Am Anfang haben Sie das Abkommen als unbrauchbar beschrieben. Und jetzt reihen Sie sich in das allgemeine Ja-Aber ein. Warum diese Wende? Wir haben beim Rahmenabkommen alle Schattierungen vom Nein zurzeit. Ich kenne keinen relevanten Verband oder Partei, der nicht in irgendeiner Form auf Nachverhandlungen mit der EU pocht. Was uns betrifft, ist unsere Haltung eigentlich seit 1998 die gleiche. Wir wollen eine parallele Entwicklung, unsere Anbindung an Europa, der Entwicklung der bilateralen Verträge und auf der anderen Seite der sozialen Rechte, die damit verknüpft werden müssen. Das, was für uns nicht in Frage kommen kann, ist eine nähere Anbindung an Europa auf der Preis der sozialen Rechten. Aber das ist mittlerweile Common Sense in der Schweiz, diese dreimonatige Diskussion, die wir jetzt hinter uns haben, hat wirklich dazu geführt, dass die Bedenken jetzt von allen verstanden werden, dass es etwas wie einen Konsens gibt, um zu sagen, dass der Bundesrat diesen Rahmenabkommen nicht unterschreiben kann, dass er weiterführende Diskussionen mit der EU organisieren muss in Bezug auf flankierende Maßnahmen, in Bezug auf Unionsbürgerschaftsrichtlinie, in Bezug auf die staatlichen Beihilfen, die allesamt zurzeit nicht geregelt sind. Ich glaube, es war eine etwas vorheiligen Übung des Bundesrats. Wir werden das noch im Detail diskutieren, aber trotzdem ist ja interessant, dass Sie am Anfang sozusagen neben der SVP und in der Arena, wir wissen ja, sehr buchstäblich neben der SVP, die einzige Partei waren, die sich so klar dagegen gestellt haben. Und jetzt sind Sie doch eben im Mainstream drin. Also Sie haben doch einen Wechsel vollzogen. Nein, wir haben von Anfang an die gleiche Sprachregelung gehabt. Was mich erstaunt, ist die Art und Weise, wie die Medien das dargestellt haben. Weil unsere Sprachregelung und unsere Haltung ist eigentlich die gleiche. Das ist Ja zu Europa. Ja, das heißt Ja zu einem Rahmenvertrag. Es muss weiterentwickelt werden, diesen Vertragswerk. Zweitens Ja zu den flankierenden Maßnahmen. Es braucht einen Lohnschutz, einen wirksamen Lohnschutz. Wir sind fast die Einzigen in ganz Europa, die einen wirksamen Lohnschutz installieren konnten, um zu sichern, dass die Bevölkerung auch etwas hat vom Wachstum, das die Bilateralen generieren. Und drittens, das, was der Bundesrat verhandelt hat, kann jetzt nicht untergeschrieben werden. Ich könnte es als kategorischen Nein auslegen. Ich könnte es als Ja-Aber auslegen. Am Schluss haben wir Nuancen in der Art und Weise, wie die Parteien und Verbände Nein sagen. Ich glaube, das ist auch die Haltung des Bundesrats, wenn ich richtig verstanden habe, wird der Bundesrat diesen Vertrag nicht unterschreiben und auf weitere Diskussionen mit der EU da pochen. Aber als ich als schlichter Fernsehzuschauer die Arena angeschaut habe, war ich dann doch etwas erstaunt, weil Christoph Blocher und der SP-Nationalrat Pardini sehr, sehr ähnlich argumentiert haben, sich geradezu die rhetorischen Bälle zugeworfen haben. Gibt es da in der Europapolitik einen Schulterschluss zwischen der SP und der SVP? Überhaupt nicht. Wir haben gegensätzliche Positionen. Wir sind für ein Rahmenabkommen und für die flankierende Maßnahmen, für den Lohnschutz. Die SVP ist gegen ein Rahmenabkommen und gegen den Lohnschutz. Wie wir zusammenarbeiten könnten auf dieser Basis, sehe ich nicht. Ich habe null Berührungsängste mit der SVP. Ich muss allerdings hier feststellen, dass wir gegensätzliche Positionen vertreten, die zwar momentan, aber das ist die gleiche Position der FDP, die gleiche Position der CVP, die führen momentan dazu, dass wir nicht unterschreiben können. Wir sind aber, ich
glaube, von den relevanten politischen Kräften alle der Meinung, dass wir am Schluss eine Lösung brauchen. Die Lösung ist jetzt einfach nicht vorhanden. Sie sagen, Sie seien für das Rahmenabkommen, aber gleichzeitig sind Sie in einer Position relativ kompromisslos, indem Sie sagen, es braucht Nachverhandlungen zum Thema flankierende Maßnahmen. Nun hat die EU gesagt, wir werden nicht nachverhandeln, wir haben verhandelt. Was passiert, wenn es in Gesprächen, die es sicher geben wird mit der EU, eben keine substanzielle Veränderung der EU passiert? Sagen Sie dann doch, nein, das Abkommen ist gescheitert für uns, oder muss man dann was anderes schauen? Ich gehe davon aus, dass die Position der EU sich entwickeln wird. Es wurde hier weitgehend unbemerkt, aber Sie haben eine super harte Haltung der Kommission. Das ist die Haltung, die Sie jetzt beschrieben haben. Es gibt aber auch innerhalb der Europäischen Union andere Kräfte. Ich sitze selber seit bald 10 Jahren im Vorstand der Europäischen Sozialdemokratie. Und dort höre ich ganz andere Töne. Wir haben eine Abstimmung im Parlament, im Europaparlament, vor ungefähr einem Monat gehabt. Und die Kommission hat sich sehr knapp durchgesetzt mit 330 gegen 300 Stimmen. Also die Stimmen, die innerhalb von Europa dafür plädieren, die Personenfreizügigkeit sozial viel stärker zu flankieren, den Handlungsspielraum für die einzelnen Staaten etwas größer zu gestalten, für den Lohnschutz, für den Schutz der Arbeitnehmenden. Diese Kräfte werden immer stärker. Das ist mit ein Grund, warum wir als SP Schweiz bei den Europawahlen vom 26. Mai uns einmischen. Wir führen einen aktiven Wahlkampf in der Schweiz, um die 2 Millionen EU-Bürger in der Schweiz zu überzeugen, an diesen Europawahlen teilzunehmen, die sozialen Kräfte zu unterstützen, um zu versuchen, die Haltung der Kommission nach den Wahlen zu verändern. Das sollte der Arbeit sein, unseren Parteien. Ich bin, muss ich sagen, etwas erstaunt zu sehen, dass wir die Einzigen sind. Weil der Interesse der Schweiz wäre wohl hier, dass die EU sich flexibler zeigt. Wir retten bei den Europawahlen die Chance in dieser Richtung, die Europäische Union zu pushen. Und ich hätte erwartet von der CVP, gerade von der CVP, die bei der PPE-Familie zu Hause ist, und von den Liberalen, dass sie uns helfen, in diese Richtung den ganzen Apparat zu bewegen. Aber wir werden am Schluss nicht mit den Gewerkschaften, den Europäischen, verhandeln, sondern mit der EU-Kommission und damit indirekt auch mit den einzelnen Mitgliedstaaten. Ich war kürzlich in Berlin und habe dort gehört, entweder ihr nehmt das Abkommen an oder ihr lasst es bleiben. Etwas Drittes wird es nicht geben. Punkt. Sie haben die falschen Ansprechpartner in Berlin gefunden. Das glaube ich nicht. Also es ist einigermaßen ein Pokerspiel. Ich verstehe, dass die EU den maximalen Druck versucht aufzubauen. Am Schluss aber muss die Kommission auch sehr aufpassen. Das, was jetzt auf der Agenda in der Schweiz stehen wird, ist die Kündigungsinitiative der SVP. Wir werden ab diesem Sommer darüber beraten. Sie wird nächstes Jahr abgestimmt. Und die EU muss sich gut überlegen, ob sie einen weiteren negativen Entscheid bei dieser Kündigungsinitiative will, nachdem sie sich schon beim Brexit sich so verhalten haben, dass sie geradezu die Brexiter in die Hände gespielt haben, dass sie das Gleiche in der Schweiz tun. Das hat auch für die EU-Kommission einen gewissen politischen Preis. Und meine Gesprächspartner in Brüssel, aber vielleicht müsste ich einmal mit Ihnen nach Berlin, aber mindestens die Leute, mit welchen ich spreche, die kämpfen dafür, dass die EU etwas bewusster mit dieser Ausgangslage umgeht. Ab dem Sommer, ab dem Zeitpunkt, wo wir die Kündigungsinitiative auf dem Tisch haben, muss die EU-Kommission entscheiden. Entweder hilft sie die SVP hier oder sie hilft die konstruktiven Kräfte. Und ich glaube, dass die Zeit, wo einfach Druck auf die Schweiz ausgeübt wird, wo man es einigermaßen gratis machen kann, weil der Bundesrat den Kraft nicht findet, sich zu wehren, dass diese Zeiten vorbei sind. Ab nächsten Herbst wird es eigentlich, glaube ich, deutlich konstruktiver mit Brüssel funktionieren. Und Sie sehen den Poker nur seitens der EU oder auch seitens der Schweiz? Weitgehend seitens der Wenn EU. Wenn wir jetzt gerade die Phalanx der Parteien anschauen, die alle ja, aber sagen, und wie sie selber das sagen, ob das nun ja oder nein heißt, dass es heißt, am Schluss ist das alles aber nein. Oder nein heißt, am Schluss ist das alles dasselbe. Nein.
Ja, am Schluss ist es alles nein. Sogar bei der FDP, sie haben fünfmal ein Rückwärtssalto gemacht mit ihrer Position, um am Schluss auch auf ein Nein zu landen. Einfach die Frage, die sich stellt, ist, muss man unterschreiben heute? Und auch die FDP sagt nein, es braucht Nachgespräche. Wir sagen Nachverhandlungen, sie sagen Nachgespräche. Also auf dieser rhetorischen Ebene bin ich für alles offen. Die Tatsache ist, wir haben nicht die Antworten, die wir brauchen, um einen Vertrag abzuschließen. Und die EU muss sich bewegen. Ich rechne damit, dass es stattfinden wird. Real. Es ist nicht umsonst, dass wir Europawahlen haben. Es ist nicht umsonst, dass in der EU gestritten wird, wie eng man diese Personenfreizügigkeit auslegen will. Wenn ich so ein bisschen, ich folge das sehr nah seit 10 Jahren jetzt, wenn ich so den Blick über die verschiedenen Länder sehe, dann sehe ich überall, dass die EU-Kommission Schwierigkeiten mit den Ländern hat, mit ihrer sehr sturen Haltung zur Personenfreizügigkeit. Auf Druck der Visegrad-Gruppe, also der osteuropäischen Länder. Aber auch dort stelle ich einen Wandel fest. Ich rechne damit, dass die Position flexibler wird. Aber auch da muss man sagen, hat Berlin eben keinen Gegendruck zum Beispiel gemacht auf die EU-Kommission und hat zum Beispiel Cameron nicht geholfen, als der 2016 ein bisschen eine Aufweichung bei der Personenfreizügigkeit erreichen wollte. Man hat die ganze Sache rennen lassen. Das Ergebnis war das Brexit-Referendum. Also ich würde mich an Ihrer Stelle wirklich nicht auf die Mitgliedstaaten verlassen. Ich verlasse mich zurzeit auf die Europäische Kommission, rufe dazu auf, an den Europawahlen teilzunehmen, um eine andere Kommission wählen zu lassen, die offener ist bei diesen sozialen Fragen. Die Mitgliedstaaten werden sich nicht querstellen. Die Mitgliedstaaten haben alle zu Hause die gleiche Interesse. Und das wäre eine flexiblere Auslegung und etwas mehr Handlungsspielraum beim Lohnschutz zu haben. Gerade in Deutschland ist es frappant, dass sie im ganzen ehemaligen Ostdeutschland Probleme haben, die relativ ähnlich sind zu unseren. Das Lohngefälle ist einfach etwas kleiner bei ihnen. Wir haben in Bezug zu Deutschland ein Lohngefälle von fast die Hälfte, von 40%. Und dazu braucht es konkrete Maßnahmen. Sie können es nicht einfach laufen lassen. Aber würden Sie es denn den von Ihnen genannten konstruktiven Kräften verdanken, dass Sie sagen, also dass man sieht, dass im jetzigen Rahmenabkommen im Prinzip die besondere Schutzbedürftigkeit der Schweiz bezüglich sozialem Gefälle ausdrücklich anerkannt wird? Es ist ja nicht so, dass nichts davon die Rede ist, sondern es wird ja ausdrücklich anerkannt. Und der Bundesrat sagt ja auch in seinem Kommentar, das wird eben anerkannt und man ist der Schweiz weiter entgegengekommen, als man ursprünglich wollte. Also da ist doch schon ein großer Schritt passiert. Ja, nee, der Schritt ist eben nun genügend. Und das war der Gegenstand der Diskussion im Europaparlament, wovon ich vorher gesprochen habe. Sind die schweizerische flankierenden Maßnahmen diskriminierend? Das ist die klassische Position der Kommission. Oder sind sie ein Beispiel von das, was in Europa stattfinden sollte, um die Akzeptanz der Personenfreizügigkeit in der Bevölkerung zu verbessern? Was wir hier erleben, ist keine Ausnahme. Wir haben ähnliche Diskussionen in sehr vielen Ländern in Europa. Und ich bin überzeugt, dass wenn es uns gelungen ist, 6-mal hintereinander mit der kleinen Panne von 2014, Masseneinwanderungsinitiative, aber 6-mal hintereinander haben wir eine Mehrheit bei Volksabstimmungen organisieren können. Das ist nur möglich, weil wir wirksame flankierende Maßnahmen gehabt haben. Und die Diskussionen, die wir führen, zeigen, dass es immer bewusster wird, gerade bei unseren Schwesterparteien, dass sie auch in diesen Weg gehen sollten. Und wenn die CVP ihren Einfluss auf den PPE, den Konservativen in Europa, geltend machen würde, wenn sie vielleicht etwas zeigen, wie diese Flankierende funktionieren, dass es nicht zu einer durchregulierten Staat und durchregulierten Arbeitsmarkt führt, sondern dass wir einen flexiblen Arbeitsmarkt mit einem wirksamen Lohnschutz haben können, dann würde die Diskussion auch in Europa etwas anders funktionieren. Ich bin halt mehrmals in den letzten Monaten nach Brüssel gereist, um mit unseren Parlamentariern zu sprechen, aufzuzeigen, wie es funktioniert. Habe nicht bemerkt, dass Gerhard Pfister das Gleiche gemacht hätte. Stichwort flankieren die Maßnahmen. Da geht es im Wesentlichen um die Kurzaufenthalter, die in die Schweiz kommen, hier eine Arbeit verrichten, dann wieder zurückkehren.
Nun hat Avenirs wie Swiss ausgerechnet, dass diese Kurzaufenthalter nur 0,7% der Arbeitsstunden in der Schweiz leisten. Also regeln die flankierenden Maßnahmen nicht ein Problem, das ohnehin eine extreme Ausnahme ist? Nein, das ist, glaube ich, ein Fundamentalirrtum von Avenir Suisse in dieser Angelegenheit. Die Leute, die über die Personenfreizügigkeit in die Schweiz kommen, arbeiten im Bau- und Baunebengewerbe, in der Gastwirtschaft, also in Branchen, wo sie Löhne haben, die durch Gesamtarbeitsverträge geregelt sind, wo Kontrollen absolut nötig sind und vor allem Löhne, die oder Bereiche, die schwer missbrauchsanfällig sind. Oder das, was wir jetzt beim Gotthard gesehen, beim Ceneri gesehen haben, was dieses Wochenende öffentlich wird, ist natürlich ein Extrembeispiel, aber zeigt, dass wir immer mit solchen Risiken konfrontiert sind. Es sind Branchen, die für das ganze Lohngefüge in der Schweiz von zentraler Bedeutung sind. Es sind Branchen, gerade Bau- und Baunebengewerbe, wo sie ungefähr beim Medianlohn in der Schweiz sind. Und das, was wir verteidigen mit den flankierenden Maßnahmen, das ist eben die Höhe dieses Medianlohns. Wir haben in der Schweiz, also nicht Median, aber Durchschnittslöhne von 7.200 Franken. In Deutschland sind sie von 4.500 Franken, in Italien von 3.200 Franken. Und ich spreche nicht mal von den Ostländern, aber Grenzländer der Schweiz kennen Löhne, die ungefähr die Hälfte von unseren sind. Wenn wir den Druck unkontrolliert auf diese Branchen wirken lassen, dann kommt das ganze Lohngefüge in der Schweiz ins Rutschen. Ich glaube, die Bevölkerung auch, ich bin froh zu sehen, dass die anderen Parteien es auch verstanden haben, dass es hat etwas gedauert, um zu verstehen, dass die Gewerkschaften nicht einfach ein Powerplay durchspielen, um so ihre Macht zu zeigen, sondern dass sie ein reales Problem, das im Kern unserer Gesellschaft steht, aufgegriffen haben und dass diese Diskussion über den Lohnschutz in aller Ernsthaftigkeit geführt werden muss. Es ist nicht ein politisches Spiel, es ist nicht eine Machtfrage. Es ist wirklich etwas, das das ganze Lohngebilde und damit die soziale Kohäsion infrage stellen könnte. Aber gehen wir mal davon aus, dass uns die EU am Schluss nicht hilft, das Problem zu lösen. Und wir sind ein Pessimist. Vielleicht bin ich ja nur ein Realist, aber jetzt machen wir einfach mal ein Gedankenspiel. Wenn es keine Lösung mit der EU gibt, dann müssen wir in der Schweiz für das Problem eine Lösung finden. Und wie könnte die aussehen? Könnte es heißen, dass man bei den flankierenden Maßnahmen etwas zurückgeht, wenn man dafür zum Beispiel beim Kündigungsschutz etwas drauflegt? Ist das für Sie etwas, was als Kompromissvorstellung akzeptabel ist? Eben nicht aus dem Grund, dass ich vorher genannt habe. Es geht nicht um ein Spiel, es geht nicht um Macht, es geht nicht mal um der Gesamtsumme der Arbeitnehmerrechte und der Unternehmensfreiheit, sondern es geht darum, wirksame Kontrollen auf wichtige Löhne für ein Schweizer Lohngefüge zu haben. Es geht um Kontrolldichte, es geht um der Freiheit bestimmen zu können, wann und wo und was kontrolliert wird. Es geht um das Tempo, mit welchem wir entscheiden können, gezielt Branchen, Unternehmen zu kontrollieren, drei, viermal hintereinander, falls nötig. Und das, was den Rahmenvertrag uns verunmöglichen würde zu tun, ist genau das. Es ist genau dort, dass die Kritik der EU ansetzt, dass dann der Dichte und an der Zahl der Kontrollen, die also Sie sehen da keine weiteren Kompromissmöglichkeiten in der innenpolitischen Diskussion? Man muss daran arbeiten, aber ich glaube, die Rechnung, die relativ schnell gemacht wurde, okay, wir geben den Gewerkschaften anderswo etwas und dafür werden sie wohl dieser Rahmenvertrag schlucken. Das ist deutlich zu einfach, weil es geht um den Interessen der Arbeitnehmenden in dieser Geschichte. Es geht nicht um die Macht der Gewerkschaften. Es geht auch nicht um die Macht der Gewerkschaften in Ihrer Partei. Man war sich ja lange nicht so sicher, ob Sie eigentlich den Gewerkschaften hinterherlaufen, ob die Gewerkschaften ihre Position machen oder ob sie sich da abstimmen, ob sie die Gewerkschaften vorspielen, gerade mit der Wende, die Sie gemacht haben. Wir waren der ganze Zeit sehr eng abgestimmt. Und unsere Position wurde eigentlich über den Sommer festgelegt.
Und nochmals, das ist Ja zu einem Rahmenvertrag. Und ich habe auch niemand bei den Gewerkschaften gehört, der sagen würde, wir wollen keinen Rahmenvertrag oder hat Tupri keinen Rahmenvertrag auf einen SVP-Kurs. Wir wollen einen wirksamen Lohnschutz. Ich habe auch in der SP niemanden gesehen, der keinen wirksamen Lohnschutz will. Und alle sind eigentlich der Meinung, von den euphorischsten Pro-Europäer bis hin zu den härtesten Gewerkschafter sind alle der Meinung, es braucht einen Weg, um einen Rahmenvertrag zu haben, aber nicht diesen Rahmenvertrag. Gäbe es für Sie eine Alternative zum Rahmenvertrag? Oh ja, es gäbe viele, viele Alternativen. Zum Beispiel, dass wir uns real an den Diskussionen in der EU beteiligen. Wenn diese ganze also doch eine Mitgliedschaft, wie sie immerhin immer noch in Ihrem Programm steht. Ja, weil Also ich bin realist genug, um zu wissen, dass es zurzeit keine Chance hat in der Bevölkerung. Aber ich bin überzeugt, dass wir uns einmischen müssen, um unsere Interessen zu verteidigen. Und die ganze Diskussion, die wir jetzt geführt haben über die Bedeutung der Europawahlen, das zeigt, dass wir besser fahren, wenn wir uns einmischen, als wenn wir zu Hause motzen, dass die Entwicklung uns nicht passt. Weil es gibt ja durchaus die Position, die besagt, wenn wir dieses Rahmenabkommen nicht unterzeichnen oder beziehungsweise kein Rahmenabkommen abschließen können, dann bleibt als Ausweg eigentlich nur noch der Beitritt. Weil eine bessere Sicherung für den bilateralen Weg finden wir nicht mehr. Unsere Strategie ist zurzeit klar, ein Rahmenabkommen zu bekommen, auf die Entwicklung der EU zu arbeiten, um ihre Verhandlungsposition etwas zu lockern und vielleicht ein paar Diskussionen mit dem Bundesrat zu führen, um eine etwas gescheitere Verhandlungsführung zu installieren. Sich einmischen, um die Schweizer Interessen durchzusetzen, das ist ein schönes Stichwort, um vom Rahmenabkommen wegzugehen, aber bei der Außenpolitik zu bleiben, die es ja auch noch gibt, jenseits der EU. Ueli Maurer hat gerade in Peking ein Abkommen unterzeichnet, mit dem sich die Schweiz an der chinesischen Seidenstraßeninitiative beteiligt. Die Süddeutsche Zeitung hat daraufhin einen Kommentar verfasst, in der sie der Schweiz eine perfide Politik vorwarf, weil sie nicht sich darum kümmere, um die Menschenrechtsverletzungen in China. Und der Kommentar gipfelte in dem Vorwurf, die Schweiz habe ihre humanitäre Tradition über Bord geworfen. Sehen Sie das auch so? Leider seit der Amtsübernahme von Bundesrat Cassis immer mehr. Das beste Beispiel für mich ist dass die Nicht-Unterzeichnung des Atomverbotsvertrags. Im Fall China, glaube ich, muss man das Ganze etwas nuancierter anschauen. Ich bin skeptisch gegenüber der Übung von Ueli Maurer, aber nicht unbedingt, weil er davon zeugen würde, dass wir uns um den Menschenrechte nicht kümmern. Es gibt zwei Kritikpunkte, die man immer machen muss. Der erste, es ist keine abgesprochene Strategie in der Schweiz. Wir haben seit einigen Jahren 37, das ist die Anzahl der Bundesämter, das es in Bern gibt, 37 unterschiedliche China-Strategien. Und es fehlt eine durchgedachte Haltung zu China, die zur Diskussion auch in der Schweiz führen kann, die mit dem Parlament, mit den Parteien, mit der Öffentlichkeit besprochen wird. Und hier haben wir weitgehend mit einem Alleingang des SECO zu tun. Das aber ist wirklich sehr stark SECO gesteuert und Ueli Maurer hat sich da ein bisschen zu aber er hat das schon im Namen des ganzen Bundesrates und der ganzen Schweiz unterschrieben. Und im Bundesrat sitzen auch zwei Sozialdemokraten, in deren Namen das nun auch unterschrieben wurde. Und da kann man natürlich schon fragen, muss die Schweiz sich gerade mit ihrer humanitären Tradition an dieser Initiative beteiligen, obwohl wir das alle wissen, dass China ein schweres Menschenrechtsdefizit hat. Also das ist wirklich am Schluss die Frage, mitmachen oder es sein lassen. Wie sehen Sie das? Okay, also einfach, mein erster Kritikpunkt ist, es ist keine Strategie, es ist ein Alleingang von Ueli Maurer im Namen des Schweizer Volks. Es macht es nicht besser, es macht es schlimmer. Das der zweite Punkt, und ich wollte genau drauf kommen. Ich glaube, die Überlegung, dass wir mit unserer Haltung, mit unserer Teilnahme die Politik von China beeinflussen könnten im Alleingang, die ist real naiv.
Das ist wirklich an Naivität nicht zu überbieten. Und wenn man davon ausgeht, dass wir als kleines Land wirtschaftlich schon relevant, aber politisch eigentlich kein Schwergewicht, dass wir die Haltung von China im Bereich Menschenrechte, im Bereich soziale Konsequenzen dieser Seidenstraßenprojekt, im Bereich Umwelt verändern können, dann träumen wir. Und das führt dazu, dass wir uns mit den Europäern hätten besprechen müssen über unsere Haltung. Ist schon ein bisschen bedenklich zu sehen, wie wir ohne politische Diskussion entscheiden für China, gegen die Europäische Union und gegen die USA. Also ich finde das eine seltsame Parteinahme in einem strategischen Projekt, das mindestens Europa ganz direkt betreffen wird. Und wenn wir die Verkehrsverbindungen verbessern wollen zu China, dann würde ich erwarten, dass mindestens die Hälfte der Initiative von den Europäern ausgeht. Und nicht, dass wir einfach beim chinesischen Projekt einsteigen, egal was es koste. Also ich betrachte das Ganze als weitgehend als einen Schnellschuss, als einen reflexartigen reflexartige Übernahme der Interessen eines Teils der Wirtschaft. Das erstaunt mich eigentlich vom SECO nicht. Es enttäuscht mich aber sehr vom Gesamtbundesrat, wo das Abwägen der unterschiedlichen Interessen hätte stattfinden müssen. Und ich mache da dem Außenminister schwere Vorwürfe. Es wäre seine Aufgabe gewesen, darauf aufmerksam zu machen, was es als politischen Folgen hat. Ich meine, Uli Maurer als Finanzminister, sogar Guy Parmelin als Wirtschaftsminister, die haben vielleicht einen Case, dass sie verteidigen können mit dieser Roden-Belt-Initiative. Der Gesamtbundesrat ist in einer deutlich schwierigeren Position, weil wir einseitig für ein System Konkurrenz. Das, was China macht, ist, dass sie versuchen, einen anderen Wirtschaftsmodell aufzubauen. Sagen Sie, es wäre naiv, wenn wir glauben würden, wir könnten im Alleingang die Menschenrechtssituation in China lösen. Nun ist die SP ja für die Konzernverantwortungsinitiative. Und da erwartet man ja von den Unternehmen genau das, dass sie quasi im Alleingang in den jeweiligen Ländern, in denen sie tätig sind, die Menschenrechtssituation und die Arbeitsbedingungen und alles andere verbessern. Also ist da nicht dasselbe, dass man sagen müsste, auch hier werden wir nicht durchsetzen, unsere Standards in den Ländern? Was die Konzernverantwortungsinitiative sagt, ist, dass Schweizer Unternehmen keine Menschenrechtsverletzungen im Ausland begehen können und dass, falls sie es trotzdem tun, sie auch in der Schweiz angeklagt werden könnten. Wir wollen nicht die Situation im Kongo sichern anstelle von Tshisekedi in Kinshasa. Was wir sagen allerdings, dass es keine Kinderarbeit geben darf in den Minen von Glencore, ohne dass den Opfer ein wirksames Rechtsmittel bekommen. Und falls Schweizer Unternehmen krasse Menschenrechtsverletzungen begehen, dann müssen sie auch in der Schweiz zur Rechenschaft gezogen werden können. Das ist den ersten Teil der Initiative. Den zweiten Teil, die sagt, dass die Unternehmen eigentlich eine besondere Aufmerksamkeit haben müssen auf diese Menschenrechtsverletzungen oder Verletzungen von Umweltstandards auf ihre ganze Produktionskette. Die seriösen Unternehmen machen es. Ich war in der Côte d'Ivoire mit Nestlé entlang der Kakaoproduktion, von wirklich der Kleinstbauer bis hin zur Transformationsfabrik. Und wir haben mit den Nestlé-Verantwortlichen systematisch besprochen, was macht ihr bei den Kleinbauern, um zu verhindern, dass es zu Kinderarbeit kommt, was macht ihr in der Genossenschaften, um zu sichern, dass das Kakao eine legale Herkunft hat. Und wie sind die Arbeitsbedingungen bei diesen Transformationsfirmen? Und seriöse Unternehmen, die tun es, weil das die Konsumenten erwarten. Von Nestle erwarten sie das, aber von der Schweizer Eidgenossenschaft nicht, wenn sie an Road and Belt teilnimmt. Doch, das habe ich Ihnen gesagt. Ich finde es eine merkwürdige Haltung seitens des Wirtschaftsdepartements und des Bundespräsidenten Maurer. Aber
meine Kritik begrenzt sich nicht nur auf der Menschenrechtsebene. Ich glaube, aus Schweizer Sicht muss die Kritik weitergehen. Die Kritik ist einfach eine kopflose Haltung ohne Strategie. Und das ist etwas, das uns auf einem schwierigen politischen Feld führen wird mit den Europäern und den USA. Und es hat eine Tragweite, die leicht über den Rahmenabkommen hinausgehen könnte. Allerdings, aber ich meine, wenn Sie jetzt da genau die Abstimmung mit der EU wünschen oder mit europäischen Ländern, die sind sicher genauso wenig uneins. Also könnte es ja umgekehrt einfach besser sein, wenn die Schweiz wenigstens darauf ihren Punkt setzt, wo sie ein Problem sieht. Weil die Abstimmung mit der EU wäre in dem Fall echt schwierig. Boah, sie sind sich weitgehend einig. Ja. Italien, Frankreich sind sich gar nicht einig. Ja, Italien Deutschland hat ausgeschert. Frankreich und Deutschland haben eine ähnliche Haltung, mehr oder weniger kritisch in der Formulierung, aber die Haltung ist ähnlich. Sie betrachten China als Konkurrent. Ungarn machen Geschäfte, die Balkanstaaten machen Geschäfte. Ja. Es gibt einen Gipfel. Alle machen Geschäfte. Nein, nicht nur Geschäfte, sondern also sehr enge Zusammenarbeit im Rahmen der Road and Belt Initiative. Einen Gipfel, 16+1, die Osteuropäer plus China. Also das ist schon mehr als einfach nur Geschäfte, das ist eine politische Kooperation. Kurzum, die EU wird keine gemeinsame Haltung finden. Die relevanten Staaten der EU sollten eine gemeinsame Haltung entwickeln, sonst wird China sich durchsetzen. Und warum gerade die Schweiz da mitmachen muss, ist für mich rätselhaft. Ich habe damals den Freihandelsabkommen mit China unterstützt. Das finde ich, lässt sich verteidigen. Dort stellen sich auch Menschenrechtsfragen. Wir kommen jedes Jahr zusammen mit dem SECO dazu und überprüfen, was wurde im Menschenrechtsdialog besprochen, welche Fortschritte oder Nicht-Fortschritte wurden gemacht. Was wir allerdings sehen, ist, in den zwei letzten Jahren hat sich das Klima in China massiv verhärtet. Wir haben einen Präsidenten, das praktisch zu Lebenszeit jetzt gewählt worden ist. Wir haben ein politisches System, das sehr aggressiv gegen den Westen auftritt. Und wir haben Länder, unter anderem die Schweiz, die sich missbrauchen lassen in einer Naivität, die einen schon erstaunt. Ich habe Verständnis, wenn die Kasachen da einigermaßen mitmachen, weniger Verständnis, wenn die Schweiz sofort aufspringen muss. Ich bleibe dabei, den Schaden wurde nicht durchgerechnet. Und es werden kurzfristige Interessen von einzelnen Unternehmen hier bevorzugt. Aber bleiben wir doch noch einfach ein letztes Stichwort dazu. Sie haben das selber gebracht, die Systemkonkurrenz. Mhm. Und das ist ja bei China eigentlich ein eindeutiges Thema, das ist klar. Ja. Sie betreiben ja einen Kapitalismus, der aber ganz klar staatlich gesteuert ist. Und wenn man Ihr Parteiprogramm anschaut, dann sind Sie ja auch nicht ganz einfach nur liberal unterwegs, sondern haben durchaus immer noch die Überwindung des Kapitalismus im Sinn. Sie sprechen planwirtschaftliche Strategien an, beispielsweise beim Klima, aber auch bei anderen Arbeitsbedingungen. Also so, eigentlich könnten Sie ja da noch fast ein bisschen Unterstützung bekommen. Nein. Nein, also ich bin Präsident einer Partei, die sozialdemokratisch heißt. Und China hat nichts mit Demokratie zu tun. Das System, das sie versuchen aufzubauen, ist eben ein autoritäres System, das zwar sehr gezielt gesteuert wird von der kommunistischen Partei. Und das lässt... In der auch die Wirtschaft stark gesteuert wird. Wenn wir mal die Demokratie weglassen, klar. Dann wird die Wirtschaft klar, stark auch gesteuert. Wo die Wirtschaft total gesteuert wird in den relevanten Bereiche. Und das lässt einem nicht schlecht staunen, zu sehen, wer sie im Westen unterstützt. Das sind die Nationalisten, bei uns Uli Maurer, die SVP, bis hin zum Wirtschaftsestablishment, die ganz begeistert auf dieser China zuschaut. Also planwirtschaftlich würden Sie nicht so weit gehen. Die Kritik kommt von links. Nein, also was wir verteidigen, ist Service Public. Das ist schon eine staatliche Steuerung des Service Public, der Infrastrukturen, die für uns absolut notwendig sind. Und wir haben mit unserer Haltung einige Dummheiten der Schweiz vermeiden können. Zum Beispiel die Aufsplitterung der SBB, das war der Plan der Liberalen während Jahren. Zum Beispiel die Privatisierung der Post, zum Beispiel die Totalprivatisierung der Swisscom. Wir sind heute froh, dass wir einigermaßen eine Kontrolle in einem liberalen Umfeld, aber trotzdem einigermaßen eine Kontrolle über
über unsere staatliche Infrastruktur. Das ist die Bedingung, um das Land am vordersten Position zu halten in der jetzigen Situation. Aber die Überwindung des Kapitalismus, das ist schon Originalton Karl Marx. Kommt das mal noch eines Tages aus Ihrem Programm raus? Oder ist das eine Folklore, auf die Sie nicht verzichten können? Oder warum steht das da noch drin? Ich würde sagen, solange es Sie so nervt, dann werden wir es belassen. Das ist ein idealer Einstieg in einer Diskussion mit liberalen Menschen. Denn wir können es weniger provokativ formulieren. Das würde eigentlich auch gehen. Wir wollen einfach den Mensch im Zentrum der Wirtschaft stellen. Wir sind der Meinung, dass Wirtschaft, Unternehmen kein Selbstzweck sind, sondern dass sie im Dienste der Menschen stehen, in erster Linie im Dienste der Menschen, für welche sie für die arbeiten, und in einer zweiten Linie Das ist aber doch deutlich weniger. Und da werde ich ja auch den Verdacht nicht los, eben wenn Sie sagen, das ist ein guter Einstieg in die Diskussion. Ist es denn so gemeint oder ist es reine Rhetorik? Was gemeint ist, ist real den Menschen im Kern der wirtschaftlichen Tätigkeit zu stellen. Und was stimmt, ist, dass wir gerade in den letzten Jahren einen ungezügelten Kapitalismus gesehen haben, wo Vermögen sich immer stärker in wenig Händen konzentriert hat. Lässt sich nicht bestreiten. Beim Einkommen haben wir es noch vage im Griff. Bei der Frage der Vermögen haben wir eine Konzentration, die seinesgleichen sucht in der Geschichte der Welt. Aber da stellt und dass sich wir doch hier die Systemfrage stellen und sagen, es muss korrigiert werden, es muss entwickelt werden. Aber der Unterschied ist ja, wollen Sie das System korrigieren oder wollen Sie es überwinden? Das sind zwei verschiedene Strategien. Wenn man Ihr Programm liest, geht es eher in die Überwindung. Nein, wenn Sie das Programm lesen, dann haben wir relativ konkrete Vorstellungen, wie man es machen kann. Oder wir haben letztes Jahr unter dem Stichwort Demokratisierung der Wirtschaft ein bisschen aufgezeigt, wie man aufgrund der jetzt existierenden Wirtschaft etwas vernünftiger machen könnte, wie man so die Mitwirkungsrechte der Leute im Unternehmen stärken könnte. Oder wir können alles frei bestimmen. Wir politisch können wir über jeden Stadtkreisel abstimmen. Im Unternehmen, wo wir 8 Stunden pro Tag verbringen, wo wir unsere ganze Energie, unsere ganze Leidenschaft bringen, dort hätten wir nichts zu sagen. Und es sind 5 Leute in meinem Verwaltungsrat, die alleine entscheiden, die Produktion nach China zu verlagern. Das finde ich eigentlich nicht sinnvoll, auch nicht von der Unternehmensführung nicht sinnvoll und sicher nicht von der Integration sämtlicher Gesellschaftskreisen in der Wirtschaftspolitik. Ich bin jetzt optimistisch, ich bin doch ein Optimist, dass die SP die Revolution am Stammtisch macht, aber solange sie in der Regierung sitzt, dann doch sich für Realpolitik ausspricht. Aber ich habe ein ganz anderes Thema. Sie sagten, der Mensch müsse im Zentrum der Wirtschaft stehen. Wie weit ist das im 21. Jahrhundert noch ausreichend? Der Klimaschutz wird ein immer größeres Thema. Er hat jetzt auch schon bei kantonalen Wahlen eine Rolle gespielt. Werden Sie im Herbst einen Wahlkampf zentral mit dem Thema Umweltschutz führen? Also wir sind die älteste ökologische Partei der Schweiz. Wir haben schon in der 70er Jahren eigentlich gegen AKWs gekämpft und haben nun für uns immer in unserem Selbstverständnis dieser Einsatz für gerade in der Energiepolitik, in der Mobilitätspolitik, öffentlichen Verkehr und weiteres im Zentrum unserer Politik gehabt. Und wir werden es natürlich fortführen. Wir betrachten es weitgehend als eine Chance. Das, was zurzeit auf der politischen Diskussion sich entwickelt. Meine Kinder demonstrieren, ich finde es richtig und finde auch eigentlich bis auf mein Wohnzimmer in Ordnung, dass sie ihren Flyers lagern und das Ganze versuchen zu gestalten, Druck zu machen. Meine Überzeugung ist einfach, die Parteien haben eine andere Aufgabe. Die Aufgabe der Partei ist nicht
mit den Kindern zu demonstrieren, ist nicht mal den Kindern Recht zu geben, sondern die Aufgabe der Partei ist, Lösungen zu entwickeln und eine Art Wettbewerb der Lösungen zu führen, wie man real gegen diesen Klimawandel etwas unternehmen kann. Unsere Antwort ist zuerst mal energiepolitisch, dass wir systematisch auf Erneuerbaren setzen, dass wir den ganzen Individualverkehr elektrifizieren. Wir haben gerechnet, dass wir ungefähr 40 Terawattheure dafür brauchen. Würde Investitionen, wenn man es im Solarbereich macht, würde es Investitionen von ungefähr 12 Milliarden Franken bedingen. 2% Bruttoinlandprodukt ist das, was wir in den 60er für die Staumauer investiert haben. Also das ist, es tönt nach sehr viel Geld, es tönt nach etwas praktisch unmachbar, aber real ist es vom Größenordnung von etwas, das wir schon einmal in der Schweiz gemacht haben, gerade aber in diesem Sektor. Wenn wir das Ziel von 1,5 Grad erreichen wollen, wie es die Ambition beim Klimagipfel in Paris war, dann bedeutet das ganz, ganz drastische Einsparungen von CO2, nicht nur im Verkehr, sondern auch bei den Heizungen und auch in der Industrie. Was schlagen Sie vor, damit wir dorthin kommen? Also zuerst Verkehr, habe ich Ihnen gesagt, die Elektrifizierung des Verkehrs. Wird nicht genügen, aber das ist ein relevanter Teil. 80% CO2-Ausstoß geschieht durch die Verbrennung von fossilen Energien. Also Verkehr ist ein Teil, die Heizung ist ein anderer Teil. Dort muss man es einfach aufpassen, es so zu gestalten, dass die Leute nicht die Geprellten sind. Oder wir haben letztlich eine Abstimmung in Bern erlebt, vor einem Jahr in Solothurn und in Fribourg, wo die Bevölkerung die kantonale Energiegesetze abgelehnt haben, weil sie den Eindruck hatten, dass sie alleine gelassen werden mit ihren Heizungsproblemen. Und so gerade ältere Menschen können nicht einfach von einem Tag auf den anderen die ihre Ölheizung durch eine Wärmepumpe. Muss nicht jeder seinen Beitrag leisten? Jeder muss seinen Beitrag leisten, aber wir müssen es so gestalten, dass wir auch diejenigen unterstützen, die jetzt nicht in der Lage sind, ihren Beitrag zu leisten. Und den dritten Bereich, wenn ich kurz erwähnen kann, das ist die Finanzen. Das ist die Finanzpolitik und ich bin froh, dass die Diskussion um die Anlagestrategie der SNB beginnt, um die Anlagestrategie des AHV-Fonds, um die Anlagestrategie unserer Pensionskassen. Ich bin doch ziemlich überzeugt, dass wir bis 2025 zu einem Verständnis kommen müssen, wo wir nicht mehr bei fossilen Unternehmen investieren, wo sie aus dem Index verschwinden und wo die Finanzmärkte langsam realisieren, die Risiken, die damit verbunden sind. Kann ich vielleicht kurz ein Beispiel nehmen? Die Norweger, der Norweger Staatsfonds, er ist angeöffnet durch Öl. Sie haben entschieden, im Verlauf letztes Jahr aus Anlagen in Ölunternehmen auszusteigen, weil sie es als zu risikoreich finden. Das heißt, der Staatsfonds, der angeöffnet wird durch die Erträge der ganzen Ölindustrie, sagt uns, eigentlich, wir investieren in der Ölindustrie nicht mehr, ist zu gefährlich. Jemand müsste mir erklären, warum wir nicht zum gleichen Schluss kommen mit unseren Geldern in der Schweiz. Steigen wir raus aus dieser Anlagen, die sind zu gefährlich, die sind für den Umwelt schädlich, aber auch finanzpolitisch nicht verantwortlich. Sie sagen, wir müssen raus aus der Verbrennung der fossilen Brennstoffe. Nun ist der Verkehr dabei, wie Sie auch gesagt haben, ein ganz wichtiges Thema. Es wird nicht nur mindestens in der Übergangszeit gehen, dass wir irgendwann mal alle ein Elektroauto fahren, sondern es wird dort auf dem Weg dorthin, muss das Benzin verteuert werden. Sonst haben Sie die entsprechende Lenkungswirkung nicht. Was schlagen Sie vor? Der Benzinpreis liegt heute bei einem Franken 70 pro Liter. Wo soll er in Zukunft liegen? Bei diesem Wettbewerb mache ich nicht mit. Es haben sich nur Leute die Finger damit verbrannt. Was mich interessiert ist, wie haben wir einen Plan, um die Autoindustrie wegzubringen von dieser Verbrennung von fossilen Energien hin zu einer Elektrifizierung. Es kann relativ schnell gehen. Der Benzinpreis ist ein Stück davon, aber wir müssen jetzt ernsthaft, und es beginnt. Und wie hoch soll der sein? Er muss teurer sein. Senkt dann 2 Franken, 3 Franken. Alleine mit dem Preis schaffen Sie es nicht. Die Frage ist, was tun Sie mit dem Geld, das Sie dadurch
bekommen können, um der Fahrzeugplatz zu entwickeln, um die Infrastruktur zu bauen, um Elektroauto zu fahren, um von mir aus Elektroautos zu subventionieren, einfach um zu sichern, dass wir einen Individualverkehr haben, das auf dem Horizont 2030, 2040 voll elektrisch ist. In der Zwischenphase braucht es sicher einen teuren Benzinpreis. Der Vorteil davon ist, dass wir die Mittel generieren, die wir brauchen für den ganzen energetischen Umbau. Das ist unsere Strategie. Und ich bin froh zu sehen, dass andere Parteien jetzt beginnen, darauf einzusteigen. Ich habe mit Interesse die Ergebnisse dieser Umfrage bei der FDP gesehen. Offensichtlich ist die FDP-Basis deutlich näher bei uns als bei der klassischen FDP-Politik. Jetzt hoffe ich, dass diese Basis sich Gehör verschafft. Ich bin allerdings optimistisch für die sechs kommenden Monate. Im Wahlkampf werden kaum Kandidaten sich gegen ihre eigene Basis stellen. Ich hoffe dann aber, dass die Lobbys im Bundesbären die Oberhand nicht wieder übernehmen und dass es nicht nur etwas Greenwashing vor den Wahlen ist. Ich habe von der FDP bereits in 2015 die genau gleiche Töne gehört von meinem Kollegen Philipp Müller. Das ist der Vorteil, wenn man lange dabei ist. Man hat so noch ein paar Erlebnisse. Und ich habe Philipp Müller praktisch genau gleich wie Petra Gössi heute gehört. Die FDP hat es nicht eingehalten in der letzten Legislaturperiode. Ich hoffe, dass sie es dann etwas besser einhalten. Und mit dem Thema hoffen Sie, dass Sie Ihre schlechten Umfrageergebnisse von Ende Februar korrigieren werden bis im Herbst? Oder? Wir haben praktisch alle kantonale Wahlen gewonnen. Also da beeindrucken mich Umfragen gar nicht. Gut, aber machen wir es nochmal ganz... Nach der Umfrage klang es etwas anders bei Ihnen. Ja. Aber machen wir es noch mal konkret beim Klimaschutz. Der WWF fordert, dass die Schweizer deutlich weniger Flugreisen machen, und zwar Ferienreisen, weil das Wachstum dort stattfindet. Der Sommer steht vor der Türe. Sagen Sie den Schweizern, sie sollen weniger in Urlaub fliegen? Nein, weil ich glaube, dass dieser moralische Ansatz nicht der richtige ist. Jeder und die Leute sind in der Schweiz bewusst genug, um sich zu fragen, muss ich das jetzt und macht es jetzt Sinn oder nicht. Aber ich glaube, dass wir die politischen Antworten in erster Linie liefern müssen. Ich glaube nicht, dass wir das Problem lösen werden mit moralischen Appellen. Geht nicht nach Amerika in die Ferien, verzichtet auf eure Autos oder werdet einfach alle Veganer. Das lösen wir nicht mit konkreten Appellen. Es ist gut, dass die Leute im Einzelnen etwas tun, aber es braucht politische Antworten, es braucht von der Gesellschaft Antworten. 2/3 der CO2-Emissionen kommen von 60 Unternehmen weltweit. Und wir müssen uns zusammen unterhalten, wie wir diese CO2-Emissionen reduzieren, gerade bei diesen 60 Unternehmen. Wir können es nicht auf den Einzelnen überlassen und dann... gesellschaftlich praktisch nichts ändern. Aber wenn die Leute verzichten wollen, ist es gut. Ich bin nächste Woche in Wien, komme zurück mit dem Nachtzug, weil es angenehmer und schneller ist als dem Flugzeug im Ergebnis. Gibt es dann überhaupt eine Lösung auf Schweizer Ebene? Sie sagen es weltweit, die 60 größten Unternehmen. Muss man dann nicht alles wirklich weltweit regeln? Denn wir tragen zum CO2-Ausstoß 0,1% bei. Also wir sind eigentlich eine Quantité negligible. Kann man dann nicht einfach sagen, okay, wir lassen alles so, wie es ist und warten darauf, bis sich die Großen geeinigt haben, die EU? Weltweit ist auch in der Schweiz. Das ist eben das Schwierige an dieser ganzen Klimadiskussion. Die Diskussionen können zwar weltweit geführt werden, die Maßnahmen müssen aber in den einzelnen Staaten stattfinden. Und das heißt auch in der Schweiz. Die Bevölkerung hat es jetzt aber verstanden. Wir müssen es in der Schweiz für unseren Part tun. Ich habe es gesagt, Verkehr, Heizung, Solar anstelle von fossilen Energien. Wir haben es beziffert, wir können es beweisen. Wir können etwas mehr als unseren Part tun im Finanzbereich, weil wir dort nicht so einen irrelevanten Staat sind. Löbra, jetzt muss ich leider ganz hart einen Break machen, denn wir erreichen das Ende unserer Sendezeit. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, das Thema bis zum Wahltag noch ausführlich zu diskutieren. Herr Löbra, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für Ihre Einladung.
Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie auch am 2. Juni wieder dabei sind bei NZZ Standpunkte. Unser Thema: Populismus, Chauvinismus, Autoritarismus. Unsere Wutgesellschaft. Unser Gast, die Wiener Philosophin und Publizistin Isolde Karim.